Der Henderson? Schönen guten Morgen. Wir haben schon viel gesprochen über die möglichen Änderungen des Personenbeförderungsrechts und auch darüber, was uns Taxifahrern und Taxiunternehmern bundesweit damit blühen würde. Diese ja eigentlich erstmal nur zur Diskussion stehenden Eckpunkte, also die mögliche Liberalisierung des Rechts, verwandelt sich auf den Straßen von Berlin allerdings zunehmend in Realität. Und das ganz sicher nicht, weil wir einen Mangel an Gesetzen haben. In Berlin wird ganz banal geltendes Recht nicht umgesetzt. Außer einem aktuell gültigen Personenbeförderungsrecht hat Berlin auch noch ein Mobilitätsgesetz und einen Nahverkehrsplan. Beide bestimmen, ganz im Sinne von ÖPNV und Daseinsvorsorge, dass ein stadtverträgliches, umwelt- und klimaverträgliches und sozialverträgliches Verkehrssystem das Ziel sei. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in Bezug auf Mobilität soll dadurch für alle Personen abgesichert werden. Der Nahverkehrsplan erwähnt sogar nochmal ausdrücklich, Zitat, die geltenden Anforderungen des Personenbeförderungsrechts an den Mietwagenverkehr sind durchzusetzen. Und nicht nur für die verschiedenen Verkehrsformen gibt es geltende Gesetze. Auch die Berliner Senatoren können nicht einfach tun und auch nicht einfach lassen, was sie wollen. Mit ihrem Amtseid haben sie geschworen, ihr Amt gerecht und unparteiisch getreu Verfassung und Gesetzen aufzuführen. Was spiegelt sich davon auf den Straßen Berlins wider? Nichts. Was wir hier in Berlin erleben, ist die Entstehung eines rechtsfreien Raums. Überforderte Behörden und untätige Politiker bedrohen unsere Existenzen genauso wie die wachsende Zahl von Mietwagen. Was tut die Verkehrspolitik, um das Taxigewerbe zu schützen? Was konkret tut Frau Günther, um die Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes zu gewährleisten? Wie kann es sein, dass mehr als 2000 Mietwagen in Berlin zugelassen sind, die Aufträge für Uber fahren? Eine Firma, die in ihrem Börsenpapier selbst ganz klar sagt, dass sie es darauf abgesehen hat, die Kunden aus dem öffentlichen Personennahverkehr und dem Taxigewerbe abzuziehen. Wie kann es sein, dass diese Mietwagen überhaupt taxiähnliche Dienste anbieten dürfen? Wie kann es sein, dass diese Uber-Mietwagen auch noch von der Wegstreckenzählerpflicht befreit sind? Ist das ein freiwilliger Verzicht der Behörde auf ein Kontrollinstrument? Oder ist das gewollter Verzicht auf Kontrolle? Die Duldung dieser Zustände schafft jedenfalls Fakten. Es sind mehr Autos auf den Straßen, die Umsätze der Taxiunternehmer sind deutlich gesunken, Arbeitsplätze sind gefährdet. Und nicht zuletzt zeigt die Duldung dieser Zustände, dass die Profitgelüste von Uber und anderen Konzernen offensichtlich schwerer liegen als geltendes Recht. Das ist nicht stadtverträglich, das ist nicht klimaverträglich, das ist schon gar nicht sozialverträglich und demokratieverträglich ist es auch nicht. Anstatt eine Staugebühr auf den Weg zu bringen, Frau Günther, sollten Sie besser das abarbeiten, was liegen geblieben ist, und zwar zügig. Dazu ein kleiner Tipp. Das Verwaltungsgericht Hamburg hat festgestellt, dass eine Gefährdung der Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes schon dann gegeben ist, wenn die Zahl der Dienstleister, die taxiähnlichen Verkehr anbieten, mehr als 5% der Taxianzahl ausmacht. Konkret heißt das für Berlin, bei 415 Mietwagen ist Schluss. Wer
Es liegt in der Verantwortung der Verkehrssenatorin, all diese Missstände zu beheben. Frau Günther, ergreifen Sie endlich die notwendigen Maßnahmen. Und wenn Sie das nicht schaffen, dann müssen Sie Platz machen für jemanden, der dazu in der Lage ist.